Ohne seine Krücke wäre Alonso Ramirez hilflos. Seit 22 Jahren ist der Kolumbianer von ihr abhängig. Damals trat Alonso auf eine Mine direkt neben einem beliebten Fußballplatz. Seitdem fehlt ihm das linke Bein. An den Schmerz nach dem Unfall erinnert er sich noch heute. Ui, das war, wie wenn sie dir Fleisch ausreißen. Am Rücken, den Armen, dem Po, dem Bein. Mein Bein war komplett zerstört. Schrecklich. Alonso kann nicht mehr auf dem Feld arbeiten, wie früher. Finanzielle Unterstützung bekommt er vom Staat nicht. Jetzt ist er auf seine Familie angewiesen. Alle Konfliktparteien in Kolumbien haben Minen gelegt. 11.000 Menschen wurden in den letzten 25 Jahren getötet oder verletzt. Alonsos Mine stammt von der FARC. Ein Lager der Guerilla liegt in der Nähe seiner Heimatstadt. Viele Kämpfer, die hier leben, tragen bereits zivile Kleidung. Sie wollen die Waffen niederlegen, sich wieder in die Gesellschaft integrieren. Gabriel war bisher für das Bauen und Auslegen von Minen zuständig. Er sieht die Schuld für die zivilen Opfer, aber nicht bei sich, sondern beim Militär. Wir versuchen zu verhindern, dass Zivilisten in die Minen treten. Aber natürlich können wir das nicht garantieren. Wir sind mobile Einheiten. Und die Repression des Militärs zwingt uns praktisch dazu, die Minen zu verwenden, um uns zu schützen. La represión militarista pues nos obliga prácticamente a utilizarla para podernos defender. Entschuldigen will er sich zwar nicht, aber auch Gabriel sehnt sich nach Frieden. Militärische Appelle wie diese sollen bald der Vergangenheit angehören. Die FARC möchte sich in eine politische Partei wandeln. Ob das geht und der Friedensvertrag zwischen Regierung und Guerilla in Kraft tritt, darüber stimmen die Kolumbianer bald in einem Volksentscheid ab. Für Alonso wird das ein berührender Moment sein. Er hat lange mit sich gerungen und er wird für den Friedensvertrag stimmen. Wir wollen das Land wieder aufbauen und deswegen müssen wir denen verzeihen, die uns Schaden zugefügt haben. Auch wenn es weh tut, wir müssen verzeihen, um den Schritt in die Zukunft zu tun für ein besseres Kolumbien. Wenn das kolumbianische Volk dem Friedensvertrag zustimmt, wollen die FARC-Kämpfer helfen, noch aktive Minen zu entschärfen. Alonsos Schicksal soll so anderen erspart bleiben.